Wenn ich jetzt sagen würde, dass Wolfgang Casimir einen Vogel hat, dann wäre das erstens ein viel zu offensichtliches Wortspiel und zweitens auch noch falsch. Denn der Mann aus Leiferde hat im Moment fast 100 davon. Alles Kanarienvögel. Und alle sind entweder schon Titelträger oder Anwärter auf einen oder mehrere neue Meistertitel. Das ist hier ein deutscher Meister. Das ist ein Vogel, der ist jetzt auch für Belgien, für die internationale Meisterschaft gemeldet. Und geht anschließend zur Europameisterschaft nach Dänemark. Wir haben hier unten eine neue Sorte. Das nennt sich Gloster. Hier unten haben wir auch einen Vogel, der auch auf die Europameisterschaft nach Dänemark geht. Einige sind ja von vornherein schon echt niedlich. Andere, wie dieser Pariser Trompeter, sehen eher so aus, als hätte sie gerade der Blitz getroffen. Und dennoch, das könnte der nächste Europameister sein. Das braucht aber Vorbereitung. Krallen müssen da sein, sie dürfen nicht zu lang sein. Und ob die Krallen da sind, wenn eine Kralle ausgerissen ist, also ein Nagel, ist er disqualifiziert. Die Brustfrisur, das Gefieder muss schön nach oben wachsen hier. Hier unten da die sogenannten Hahnenfedern, die müssen da sein, hier unten. Das sind die kleinen Federchen, die hier vorne sind. Die Stützfedern, wie diese hier, muss ich auch mal gucken, dass die da sind. Wenn die jetzt zu schwach sind, dann zupfe ich die vorsichtig. Und die wachsen 4 bis 6 Wochen nach und kriegen dann dieselbe Steilstelle nach oben. Ja, und dann auf dem Bauch natürlich gucke ich auch, ob sie gut im Futter sind, ob sie nicht zu schmal sind. Das ist, dass sie keine spitze Brust haben, weil die müssen ja gut im Futter sein. Ach ja, das Futter. Da hat der 64-Jährige seine eigene Spezialmischung entwickelt. Und auch sonst kümmert er sich täglich rund 4 Stunden um seine Kanarienvögel. Zum Beispiel mit behutsamen Anti-Stress-Übungen, damit die Vögel bei Schauen oder Meisterschaften stillhalten. Ach, und apropos Stress, der war der Grund für sein Hobby. Ich habe früher im Sicherheitsdienst gearbeitet. Viel Stress, viel Probleme. Das kennt man ja. Und das ist mal, die Vögel waren dann mein Ruhepol gewesen, wo ich hingekommen bin. Habe ich beschäftigt mit, hingesetzt, meine Tasse Kaffee getrunken. Das ist dann absolut Ruhe und ich genieße das eben, die Vielfalt der Farben und die Schönheit der Vögel. Das beruhigt mich einfach. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Inzwischen ist er 5-facher Weltmeister, 3-facher Europameister, 3-mal wurde er Deutscher Meister und 2015 hat er sogar in einem Jahr alle Titel, die es auf der Welt gibt, komplett abgeräumt. Bezahlt alles aus eigener Tasche, denn außer Ruhm und Ehre gibt es für die gewonnenen Titel nichts. Aber das kümmert ihn nicht, denn eines, sagt er, ist durch Geld nicht aufzuwiegen. Man steht oben dann und im ersten Moment ist man ganz perplex. Und dann, ja, wenn man dann in der Saal aufsteht und das Deutschlandlied wird gespielt, dann fallen einem die Tränen. Da kann man also machen, was man will. Da kullern einfach die Tränen runter vor Freude. Das ist unglaublich. Also, man kann es nicht beschreiben. Vielleicht hat er das Gefühl eher bald wieder. Denn am 9. November sind die nächsten Europameisterschaften in Dänemark. Klar, dass er mit dabei ist und seine Gloster, Nordholländer und Pariser Trompeter aus Leiferde natürlich auch.